Moin, seid ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD in der muckeligen Höhle der Goronen. Wir haben im letzten Part hier über diese Magnetwand ein kleines geheimes Secret gefunden und schauen mal, was uns denn da drin erwartet. Wahrscheinlich der Kompass. Nein, ein Herzteil. Das bedeutet, wir haben jetzt ein weiteres Herz bekommen. Jawohl, dann hat es sich ja doch gelohnt, das eine noch aus dem Baum zu fischen. Na, seht ihr. Lohnt sich. Jetzt brauchen wir nur noch eine Fee und dann bin ich eigentlich ganz glücklich, dass wir vielleicht einen der Mittelteile dieses Dungeons dann doch noch überstehen. Aber ich frage schon mal rein in die Gruppe, einfach mal so an alle, die zusehen und das Spiel schon kennen. Ihr wisst ja, dass da bald jetzt ein Zwischenboss noch kommt und ich fand den damals auf dem GameCube schon eklig. Und auf der Wii U letztes Mal, als ich es bei meinem Privatspielstand versucht habe, bin ich fast verzweifelt. Also, ich fand den bei weitem schwieriger als den Endboss. Bei Umlängen schwieriger als den tatsächlichen Endboss des Dungeons. Somit meine Frage, wie geht ihr den an? Also, ich scheine da irgendwas prinzipiell nicht richtig verstanden zu haben. Aber es war hart. Und ich habe meine Fee aufgebraucht und alles. Und bin einmal Game Over gegangen und dachte, das kann doch nicht sein. Weil so schwer ist das doch. Aber ihr werdet es noch sehen, weil ich ja eh am Stück alles durchziehe. Werde ich eure tollen Kommentare nicht mehr sehen, bevor es soweit ist. Also wundert euch nicht, wenn ich eure Ratschläge und Tipps dann nicht einsetze. Ich habe mir seinerzeit ein YouTube-Video von jemand anderem angeguckt, wie der das Ganze angeht. Und er ist es genauso angegangen wie ich und so wie ich es auch damals angegangen bin auf dem GameCube. Allerdings klappt das irgendwie bei der Wii nicht mehr. Als hätten sie den irgendwie ein bisschen umgemodelt. Aber ihr werdet aber schon sehen, was ich meine, wenn es soweit ist. Und ich glaube, es ist nicht mehr allzu lange, deswegen ich freue mich schon. So, hier gibt es jetzt auch nochmal eine Weggabelung. Man könnte jetzt einmal so etwas ganz rechts gehen oder nur so teilrechts. Wir gehen nur so teilrechts, weil ganz rechts bringt einfach nichts. Da ist leider diesmal nichts versteckt. Ich hatte seinerzeit Hoffnung, aber ist nicht so. Wir müssen direkt da entlang und können nämlich dann durch den Eingang da gehen, der sich da mit den zwei Fackeln auftut. So einladend, wie sich uns öffnet. Aber gut, mit einem weiteren Herz ausgerüstet kann eigentlich nichts schief gehen. Das Tolle ist, als ich dann privat schon hier soweit gespielt habe, ich merke mir auf jeden Fall, wie ich es dann am Ende gemacht habe und ich habe es vergessen. Geil, oder? Das heißt, ich werde wieder leiden. So eine Scheiße. Aber mal gucken, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Aber meistens, wenn ich dann aufnehme, wird es noch schlimmer. Naja, wir werden sehen. Moin! Gott, seht ihr gut aufgelöst aus. Wahnsinn! Wenn ich es nicht auf dem Fernsehen spiele, sondern hier so auf dem PC-Bildschirm, Monitor, dann sieht das auch gleich nochmal eine Ecke noch schärfer aus, wenn man halt näher dran ist, ne? Höhere Resolution zu kleinerer Monitor. Zack! Hallo! Interessiert euch gar nicht, dass ich euch da kaputt knölze, ne? Fangstoß! Ach, schade, hab ich zu lange gebraucht. Oh ja, gut, habe ich euch so zerknallt ohne einen Fangstoß. Es gibt ja keine Achievements hier, ne? Setze den Fangstoß 1 Million mal ein oder sowas in dieser Art halt, ne? Zack. Den nächsten Magneten aktiviert. So. Warte, ich komme, ich komme. Nimm mich doch mit. Warum nimmst du mich nicht mit? Ich will mitkommen. Los, Magneten-Dings. Wow, da sind wir doch schon. Okay. Oh, weiter. Und runter. Oh, und dann brennt das Vieh auch noch. Gleich so unverhofft hier so ein brennendes irgendwas. Oh, ei. Du wirst auch gut beseiert hier, ne? Die lassen dir keine Ruhe. So, nächster Knopf. Mal sehen, was der bringt. Nächste Teil, das angefahren kommt. Zack, okidoki und weiterfahren. Ah. Oh, was hab ich gemacht? Oh, ich habe euch mal ein bisschen verwirrt hier. Da guckt ihr blöd, hä? War zwar gar nicht meine Absicht, habe ich mal wieder nur verdrückt, aber hat funktioniert. Manchmal hat man auch einfach nur Glück. So. Erstmal alles kaputt hauen hier wieder. Zack, ich brauche Geld. Ich muss so eine Brücke reparieren. Okay. Da wartet das nächste Durchgang auf uns. Schauen wir mal. Ich glaube, er führt uns langsam schon ganz nah an die Stelle, auf die ich keinen Bock habe. Oh. Hallo. Was seid ihr denn für nette kleine Viecher?
Kann ich euch so kaputt machen? Nee. Ich hau euch einfach so kaputt. Okay, seid ihr viele. Au! Oh, wurde von hinten angerapt hier. Was soll denn das? Okay. So. Nächster Raum. Da haben wir hier einmal so ein Gedönse. Kann ich hier mit meinem... Ne, da kann ich schon mal nichts mit bewirken. Also, da unten ist eine Kiste. Das schon mal einladen. Fangen wir doch mit der Kiste an. Wenn die schon hier so einladend steht. Na, öffnen. Du erhältst einen kleinen Schlüssel. Ja, siehste. So, was mir auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, was ich euch gleich vorweg schon sagen kann. Normalerweise bei den alten Zelda-Teilen, also Ocarina of Time Style und Majora's Mask, ist es so, wenn man zu ertrinken droht, dann geht erst die Sauerstoffanzeige runter und dann die Herzen. Also man verreckt nicht sofort, sondern man hat noch Zeit, was zu machen. Nicht so hier. Wenn hier die Sauerstoffanzeige leer ist, dann war's das. Dann seid ihr im Arsch, ja. Hat mich beim Privatspielstand auch schon mal wieder das Leben gekostet. Ich dachte, Moment, wieso nicht erst die Herzen? Ja, nee, nix Herzen. Das hier ist das Zelda für Männer. Das ist, ist für mich persönlich, aber ich finde das im Vergleich zu allen vorherigen echt schwer. Ich weiß nicht, wie Skyward Sword noch geworden ist, weil das habe ich nie ganz durchgespielt, weil mich da einfach ein paar Bedienelemente, die sie dann, also diese Ausdauerleiste so, das ging mir doch sehr auf den Sack. Und dann hatte unser Nunchuck damals Probleme, dass das mit dem Schild nie so gut funktioniert hat, weil das nicht dauernd reagiert hat. Also insgesamt ließ es sich bei uns einfach nicht gut steuern, weswegen ich das nie durchgespielt habe, was eigentlich ein bisschen schade ist, ne? Ich habe mir jetzt dann nochmal für die Wii U ein neues Nunchuck und so organisiert, aber das Spiel ist ja so was von teuer, ich habe es nämlich nicht mehr. Aber ich würde es schon gerne nochmal durchspielen. Lohnt sich das? Haut mal rein unten in die Kommentare, ob sich das lohnt. Weil es war ja an sich ganz cool. So, dann machen wir mal den Sprung da runter. Und lassen uns dann aus der Luft schnappen. Sehr gut. Machen dann hier diesen kleinen, ja, U-Turn will ich schon fast nicht nennen. Diesen kleinen Turn hier. Zack, oh, nicht so doll rollen. Was haben wir hier? Geld? Du erhältst 20 Rubine. Jawoll. Zack. Dann können wir das anschmeißen. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, da muss man sich sehr beeilen, wenn ich mich recht entsinne. Hoppala, und durch da. Hallo, was seid ihr denn für... Kommst du gleich wieder begrüßt, ne? Bist gerade durch. Anstoß. Und wirst direkt wieder begrüßt von den nächsten Deppen hier. So, was seid ihr für drehende Dinger? Oh Gott. Alles klar. Sollte man nicht berühren, schießt mit Lasern auf einen. Gut zu wissen, ne? Haben wir eine Fee hier vielleicht? Nee, schade. Ihr seht, ich warte so ein bisschen auf eine Fee, weil in einem Dungeon sage ich immer, irgendwo ist immer eine Fee. Und ich brauche eine Fee, mindestens eine. Sonst sterbe ich nur. Ja, so, jetzt gibt es hier zwei. Wo geht's denn hier? Ich muss mich gerade mal umgucken. Oh, Gottes Willen. Ich kann... Kann ich denn jetzt gleich lang gehen? Ich kann da einmal lang gehen, das führt uns... Ne, Moment, da kommen wir her. Oh, hier sieht schon ganz verwirrt. Wir können da hoch. Oh je, ich nicht so genau weiß, wo uns das hinführt. Gehen wir erstmal da gucken. Also, wir gehen mal dahin. Das sehe ich wenigstens auf der Kamera. Da wird mir nicht ganz so schlecht. So, okay. Na, schade. Und da war noch eine Kiste. Okay. Let's do this. Holen wir uns erstmal die Kiste. Kisten haben Vorrang. Ist so. Hallo Kiste, öffne dich mal bitte für mich. Jo, du erhältst ein Herzteil. Nice. Das war doch den kleinen Umweg wert, den wir jetzt nochmal gehen müssen. Oh, schade. Oh je. Ein bisschen arg weit runtergerollt. Na gut, ich hab's versucht. Ich wollte eigentlich ein bisschen Weg sparen, aber hat nicht so gut funktioniert. Na gut. Müssen wir jetzt da entlang? So. Und runter. So. Das sieht schon zerstörbar aus, ja? Und damit geht die Tür auf. Bots Physics! Nice!
Ah, guck mal, dahinter ist eine verschlossene Tür, aber einen Schlüssel haben wir gerade eingesammelt. Unter Wasser, das heißt, das läuft. Hier eine Fee. Schade, keine. Ich versuche mal so zu landen, dass mich nicht unbedingt so ein Laserteil erwischt. Ah, scheiße! So wie zu dem Thema. Hat nicht so gut funktioniert. So, ist hier der nächste alte Sack, der auf uns wartet vielleicht? Nein? Nee, das sieht irgendwie riesig aus, aber nicht nach altem Sack. Dam, 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 dam. Oh, guck mal, wirst du gleich wieder beseiert, ausgezeichnet. Ja, schießt hier ruhig mal auf uns. Ist okay, ich sammle erstmal ein bisschen Herzen ein. Ah, Goat. Okay, so. Das machen wir kaputt dahin. Dann, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir einfach der Scheiße ausweichen. So, ist hier irgendwas? Nö. So, weiter, 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 weiter! Oh. Okay, da ist eine Tür, für die wir einen Schlüssel brauchen. Wir haben keinen Schlüssel. Geil! Eieiei! Weiter, 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 weiter. Da ist ein großes Trüchen. Ist da ein Schlüssel drin? Bitte sag ja. Ja. Du hältst einen kleinen Schlüssel. Da siehst du, dann können wir uns direkt hier wieder aufmachen. Boah. Einfach weiterlaufen. Einfach ignorieren. Boah. Und durch da. Ja, cool. Sich wieder drehende Dinge. Gibt es hier irgendwas Tolles? Oh je. Ist wirklich. Oh, 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 oh je. Schade, ich hab's versucht. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Ich geb's zu. Schwimmen wir mal. Dann können wir uns wenigstens umgucken, ob hier irgendwas ist. Irgendeine Kiste oder sowas versteckt. Man weiß ja nie, wenn wir jetzt schon mal hier unten sind. Kann hier noch lang schwimmen. Oh, das sind Gegner. Toll. Tschüss. Auf euch habe ich keinen Bock. Hoffentlich haben die mich noch nicht gesehen, sonst verfolgen sie uns bis zum bitteren Tod. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, hier irgendwas. Oh, da sind die Gegner wieder. Hallo, hallo, hallo. Ihr seid ja rot. Vorhin waren die blau. Gibt es da irgendwelche Unterschiede in Stärke und Angriffskraft oder so? Oder einfach nur Optik? Blau habt ihr mir besser gefallen. So, okay. Hier unten ist sonst nichts. Das ist einfach nur die Versagerebene für die, die es nicht geschafft haben. Oh, guck mal, hier kann man hochklettern. Nehmen alles zurück, man kann hier hochklettern. Das spart uns Zeit. Das erste Rätsel ist damit dann einfach absurd geworden, weil wir es umgehen können, indem wir versagen. Jetzt kommt das zweite. Guck mal, da kann man den Pussy-Mode nehmen oder den Hardcore-Mode. Beim Hardcore-Mode gibt es nur eine Stelle. Wir nehmen natürlich den Hardcore-Mode. Wollen wir ein bisschen mutig sein, ne? Los, 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 los. Oh! Was siehst du, das ging. So, hier ist der nächste alte Sack drin, oder wie sieht das aus? Jawohl, da ist der nächste. Das ist dann Don Cigarillo oder sowas. Ach, guck mal, der schmürgt sogar tatsächlich. Ja, geil. Hallo. Na? Hast du eine dicke Lippe? Oh, erstaunlich, dass du es unversehrt bisher geschafft hast. Mein Marlboro ist aus. Ne? Ich bin einer der vier Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Ibizo. Rastafari Man, wa? Ich glaube, der hat was anderes in seiner Pfeife da drin. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Also nimm das hier und zieh deines Weges. Oh, der Quatsch wenigstens nicht so lange. Der ist viel zu entspannt, ne? Ach, jetzt, da ich dich vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine soll es eine Waffe geben, oh nein, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Sie ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns aufbewahrt. Jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir vielleicht von Nutzen sein. Die Waffe des Helden wird an einem geheimen Ort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Mit dem Wächter sprechen. Ich freue mich schon, mit dem Wächter zu sprechen. Was ist das denn hier? Ach, da stehen noch so ein paar Dinge rum. Ich bräuchte mal eine Fee, Leute. Komm schon. Ich weiß, dass in irgendeinem dieser Räume das... War da kein Herz? Ja. Irgendwo gabbelt hier eine Fee rum. Komm schon, seid doch mal lieb, Spiel. Für eine Fee haben. Die sind zwar nicht mehr bei weitem nicht mehr so heftig drauf wie in Ocarina of Time, wo die einfach stumpf die gesamten Herzen gefüllt haben, vollautomatisch. Hier ist es immer noch halt vollautomatisch, das ist der Vorteil. Du musst in einem fiesen Kampf nicht dran denken, im letzten Moment diese blöde Fee einzusetzen, sondern die Fee setzt sich von alleine ein und das macht sie halt so schön. Das ist halt perfekt für mich, muss ich mich nicht drum kümmern. Und bei Ocarina of Time hat das halt stumpf alle Herzen auch wieder aufgefüllt. Das ist hier, glaube ich, nicht so. Hier machen die, glaube ich, 8.
das ist halt nicht sonderlich viel. Ne? Da ist man dann nachher mit Eintöpfen und sowas dann besser bedient. Da muss man aber manuell dran denken. Und belegt halt einen Slot, einen Item-Slot, den man dann derweil nicht mit anderen Sachen belegen kann. Aber meistens braucht man für die Gegner eh nur eine Waffe. Und dann lüppt das wieder. So, wo wir jetzt hier oben sind, können wir da entlang latschen. Jawoll. Dann latschen wir da entlang. Ganz gemütlich. An der Wand entlang. Das ist echt cool, ne? Das muss man einfach sagen. Jetzt gucken wir uns gerade mal um. Da unten ist noch eine Kiste. Ja gut, da können wir uns noch um die Kurve darum begeben und dann können wir uns auch schon fallen lassen. Da unten ist ja ein langer Steg. Da sollte nichts schief gehen. Zack, Galle. Da haben wir es doch noch. Eine Fee vielleicht? Nein? Hier in der Kiste vielleicht? Vielleicht verstecken die sich neuerdings in Kisten, wer weiß. 10 Rubine. Schade. Schade. Eine Fee. Feechen, ich brauch dich, Fee. Nicht zum Endgegner. Schon an davor schon. Scheiße. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ich hab ein bisschen Angst, dass gleich der Wächter kommt. Oh, Kacke. There we go. Oh, Scheiße. Okay. Ich leg mal die leere Flasche dahin und hoffe jetzt inständig, dass hier eine Fee ist. Scheiße. Scheiße. Scheiße, keine Fee. Okay, Leute. Okay. Dann legen wir die Milch nach da oben. Was brauchen wir denn noch? Die Schuhe, mehr brauchen wir nicht. Und jetzt kommt der Wächter. Wie gesagt, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Entweder verstehe ich den Kampf, der jetzt gleich folgt, nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ich zeig's euch. Also ihr werdet es sehen. Ich habe gelitten ohne Ende. Kann auch sein, dass wir ein paar Mal Game Over gehen. Ihr werdet es sehen. Oh, ein Mensch. Was sucht denn ein Mensch an einem Ort wie diesem? Hier darf keiner weiter. Ich lasse niemanden an den Schatz. Ja, ich weiß. So. Ich erkläre euch jetzt, wie das eigentlich vonstatten geht. Also, Schwabbel hier. Man kann Schwabbel entweder direkt mit einem Sprungangriff auf den Bauch hauen. Dann rollt er sich ein. Besser ist aber, einen Schildstoß zu riskieren. So, warte. Achtung, jetzt rollt er sich ein. Und jetzt müssen wir den gleich greifen. Genau so. Und dann werfen wir ihn in die Lava. So soll das aussehen. Das hat jetzt einmal gut funktioniert. Keine Angst, das klappt gleich nicht nochmal. Ja, ja, ja. Aha, oh, hau, hau, hau auf seinen Bauch. Scheiße, so viel zu dem Thema. Ihr versteht, ne? Und ich glaube, jetzt resettet das Ganze wieder. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder von vorne anfangen. Weil jetzt habe ich ihn ja einmal quasi schon offiziell weggehauen gehabt. Aber das resettet jetzt, soweit ich das weiß. Ja. Das Schöne ist, da ich gerade eben alles kaputt gemacht habe, sind hier keine Herzen mehr drin. Geil. So, Digga, los geht's. Na, komm her. Man muss ihn mal so ein paar Mal auf seine Fettplauze hauen. Na los. Los! Jo, das wäre Nummer 2. Und ich ziehe halt, wie ihr seht, normalerweise die Schuhe auch wieder aus, um halt agiler sein zu können. Das scheint auch nicht unbedingt der schlauste Weg zu sein. Vor allen Dingen... Ah, Kacke, siehst du? Also man muss halt agil sein. Greifen, greifen, greifen! Warum greifst du ihn nicht? Ach, schade. Hätte klappen können. Ah, jetzt kommt er vielleicht noch. Oh, na los, wenn das jetzt als dreimal gilt, dann hätten wir es. Gilt aber nicht als dreimal. Oh, oh, oh. Lass ihn mal hauen. Oh, scheiße, warte, ich muss den Hahn ausmachen, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ah, nerv jetzt hier nicht rum. Ach, was soll's kommen? Dann ist er auch richtig fies. Ich mache jetzt hier voll den Break, weil es halt voll assi ist, ne? Okay, wir machen dann, ihr habt den Hahn gehört, wir müssen jetzt leider Pause machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Ich leide dann weiter hier mit diesem wunderbaren Kampf und ja,
Hoffentlich schaffen wir das. Einmal muss er, glaube ich, noch in die Lava. Dann hätten wir es geschafft. Bis jetzt sieht es gut aus, ne? Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.